Herzlich willkommen, mein Name ist Helena und ich stehle Fernsehshows bei ProSieben. Zuletzt am Sonntag bei Joko Winterscheid, heute bei Zerwakis und Optenhövel live. Und das sind die Themen. Was Google und Geräte wie Alexa alles über uns wissen, nämlich praktisch alles. Und außerdem, wo Reporter Thilo Mischke überall auf der Welt die giftige Chemikalie PFAS entdeckt hat. Sogar in seinem eigenen Blut und wahrscheinlich ist es auch in ihrem. Hey, sehr Helena. Gut. Perfekt gemacht wieder. Helena. Schön, dass du da bist. Danke Super. Für die Einladung. Herzlich willkommen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie deine TV-Karriere vor einer Woche so richtig begonnen hat. Das gab es noch nie. Helena Siegal schaffte, was vor ihr noch keinem gelang. Helena! Spiel Joko Winterscheid, die Show! Doch bis sie den Sieg in der Tasche hatte, war es ein echter Krimi. Ja. Oh Gott, ich bin ein Idiot! Es gibt es nicht! Fuck! Erstmals in der Geschichte der Erfolgssendung Wer stiehlt mir die Show? Schaffte es eine Wildcard-Zuschauerin, dem Star-Entertainer Joko Winterscheid, ja genau, die Show zu klauen. Die 26-Jährige setzte sich gegen prominente Mitstreiter wie Rapper Sido, Tokyo Hotel-Frontmann Bill Kaulitz und Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer durch. Kämpfte mit vollem Körpereinsatz. Ich weiß es! Und brachte Joko mit ihrer Schnelligkeit gehörig aus der Fassung. Wichtig ist, dass jetzt der hoch auf den Cube schaut. Denn weil die Frage so scheu ist, lässt sie sich nur ganz kurz blicken. Ach nö. Alter. Das war's. Was? London? Was? What? Und ich habe nur Trafalgar Square gelesen und der ist in London. Was? Ich habe noch gar nichts gelesen. Swing Sie! Was? Am Sonntagabend war es dann soweit. Helena übernahm die Show und durfte ihr Moderationstalent unter Beweis stellen. Für ihren Humor und dafür, wie sie Joko auf die Schippe nimmt. Ehemaliger TV-Moderator. Joko Winterscheid! Es sei dir gegönnt, so ist es. Wird sie in den sozialen Medien gefeiert. ProSieben sollte dich behalten. Du machst einen Mega-Job. War echt eine Wucht. Man könnte sich dran gewöhnen. Am Ende musste Joko noch mal bangen. Du weißt es. Oh Gott, sie weiß es. Oh Gott! Doch schließlich darf er sich freuen. Es richtet! Trotzdem, dieser Moment wird der gebürtigen Saarländerin für immer bleiben. Auch wenn sie jetzt wieder an ihren eigentlichen Arbeitsplatz zurückkehrt. Das Grips Kinder- und Jugendtheater in Berlin. Aber heute ist sie hier. Helena, endlich bist du da. Wie schön. Danke für die Einladung. Erzähl uns, was ist seit Sonntag alles anders? Eigentlich ist alles seit Sonntag noch ganz normal. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit und dann gehe ich in der Mittagspause, gucke ich auf mein Handy und sehe, wie sich meine Instagram-Follower verdoppeln und kriege nette Einladungen zu Fernsehshows. Und aber eben in der Pause, weil morgens und abends ist Arbeit. Ganz du warst normal. Überhaupt nicht nervös. Oder bist du wirklich eine sehr, sehr gute Schauspielerin? Das will ich eigentlich gar nicht beantworten. Okay. Nein, ich war wahnsinnig nervös bei der Aufzeichnung von meiner eigenen Show. Aber ich kenne das vom Theater. Man hat Lampenfieber, geht man auf die Bühne und irgendwann ist es weg. Aber Theater ist ja immer live, so wie wir heute Abend ja. auch. Joko war nicht live, wenn man sich jetzt noch mal sieht. Ist das ungewohnt für dich oder ist das cool und sagst, ja, hätte ich gerne immer? Naja, wenn ich habe ja mal irgendwie bei so einer Serie mal mitgespielt oder mal so kleine Studentenfilme oder so gedreht. Und da mag ich das nicht gerne, mich zu sehen. Weil dann bin ich nicht ich. Und dann kann ich daran rummäkeln und sagen, ah, die Rolle, da hätte ich da vielleicht was anderes und so weiter. Aber mir selbst gucke ich total gerne zu irgendwie. Also ich guckte, ich habe das gesehen, war so, ja, nee, also ich finde mich voll sympathisch. Also ich würde gerne mit mir ein Bier trinken gehen. Astrein, es gab so viele Highlights an diesem Abend. Was war dein persönliches?
Ich glaube, die Achterbahnfahrt, also ja. Das Teleprompter-Spiel, da konnte ich einfach mal voll in meine Schauspiel-Persona einsteigen und da irgendwie an Joko und Sido rumreißen. Das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war einfach lustig. Sehr schön. Jetzt haben wir ja gesehen, der Zuspruch war enorm. Und es gibt ja auch ganz viele, die gesagt haben, sie braucht ihre eigene Show. Hast du mal drüber nachgedacht, was das sein könnte? Also ich finde es auch ganz lustig, Shows zu klauen. Ja, also einfach dabei bleiben. Ne? Einfach jetzt dabei bleiben, ab und zu mal ein bisschen was klauen. Und ich habe ja auch noch meinen normalen Job und muss jetzt einfach mal schauen, was so passiert. Aber wenn jemand ein Angebot hat, sage ich ja, wir haben da, also nein. Wir hatten da sonst auch ein paar Ansätze, haben uns gedacht, wie wäre es denn mit diesen Shows, die man klauen könnte? Guck mal, Germany's Next Topmodel. Ich glaube nicht. Da fehlt mir die Erfahrung einfach. Also, ja. Sehr gut. Okay, schauen wir mal, wir haben ja noch was anderes. Wie wäre es mit Ihmchen? Schlimmste steht dir auch gut, ja, finde ich. Also mit Wer wird Millionär habe ich mich vorbereitet auf die Show. Also hab das mit dem Spiel jeden Tag ein paar Runden. Also könnte ich mir vorstellen. Ja, warum nicht? Okay. Was haben wir noch in petto? Haben wir noch was? Ja. Oh ja. Ah, guck mal hier. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Müsste ich noch mal gucken und noch mal fühlen, ob das was Richtige für mich ist. Ich weiß, was das Richtige für mich ist. Weil ihr seid eh Blazer Sisters. Wie wäre das hier jetzt? Das würde ich nehmen. Das machen wir. Ich Freunde, ich bin raus. Alles klar. Sag mal, können wir das mal kurz aufklären? Outfit-technisch ist es nicht abgesprochen, nein, oder? Nicht nein, abgesprochen. Aber das ist nicht ein identisches Outfit. Ja, es ist sehr lustig. Naja. Aber ich finde es auch mit den Haaren und so. Und Helena meinte ja vorher, ich habe überlegt, ob ich mir einen orangefarbenen Blazer kaufe und eine blaue Jeans. Ist so, okay, es war wirklich nicht abgesprochen. Nee. Also, wir machen aber da ja unbedingt ein Foto, oder? Ja. Schon outfit-technisch musst du ins Fernsehen. Wie geht's jetzt weiter? Was ist das nächste Projekt? Jetzt gerade bin ich am Proben am Gripstheater. Linie 1 hat am 30. März Premiere. Und dann schauen wir mal, super, was so kommt. Die Wilmersdorfer Witwe. Die auch, aber die da singe ich nicht mit. Okay. Helena, vielen Dank, es war wieder Dankeschön. Toll. Dankeschön. Ja? Danke, dass du da warst.